Hey, willkommen zurück hier auf YouTube und auch im Livestream geht's weiter. Auf YouTube ist es dann jetzt wohl die dritte Folge. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen jetzt hier im Stream weiter. Wir sind jetzt hier, wir haben den rechten Flügel soweit alles abgeklappert und wir schauen uns jetzt mal an, wie es in der dritten Etage aussieht. Also, ohne groß zu reden, legen wir los. So. Aufnahme läuft. Ich muss nochmal hier rechts rüber gucken, ob die Aufnahme läuft, weil gestern hat sie, also beziehungsweise heute Nacht, hat sie gar nicht funktioniert. Weil ich bin der Meinung, dass die Streamqualität mit der Aufnahme echt hier bei YouTube überhaupt nicht mithalten kann. Aber, naja, was soll's. Warte mal. Bin ich denn jetzt? Hier war ich noch gar nicht. Schauen uns hier mal um. Wir können jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Genau. Wir haben jetzt einen Shortcut aufgemacht. Schauen wir mal hier rum. Oh, hier hustet jemand. Oder stirbt jemand? Hallo? Who's there? It wasn't me. I didn't do it. I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. He? Oh, you mean the man back there? In the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. Yeah, it's all right. I'm not saying that you did. Look, my name is James. James Sunderland. Eddie. Eddie, okay. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. This place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. Eddie, be careful. Yeah, you too. Ich glaube nicht, dass der lange überlebt. Was geht denn da ab? Oh. Vier Stück. Das ist ja. Aber da draußen wird bestimmt irgendwas Wichtiges sein, ha? Das ist der Innenhof. Können wir von hier schon mal ein bisschen dezimieren, ha? Lauf doch nicht. Okay, der bleibt liegen. Sind es nur noch drei. Okay, vier. Boah, ey, ernst? Ah!
Und den jetzt kommen mit da. Dings machen. Ja, auf damit. Alle haben trotzdem noch eine verpasst, der Sack. Weh, ist jetzt nicht was Ordentliches. Eine Schrotflinte oder so wäre nett. Also ich könnte nochmal einen Shortcut sein, hier brauchen wir Schlüssel. Ach ne? Oh, Shortcut! Ach, hier sind wir jetzt wieder, am Anfang. Interessant. Die nächste Münze. Das heißt, wir haben jetzt zwei. Wie viel waren es? Fünfe oder sechse? Weiß ich nicht mehr. Also war es wichtig, hier rauszugehen. Gut, aber mehr scheint hier auch nicht zu sein. Das Tor ist von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an die Rezeption. Hier ist ja eigentlich dahin, wo der Weg, wo es eigentlich lang, wo er hin will. So rum. Mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So. Da unten sind noch. Ah, das war ein Fenster, gell? Das waren. Aha. Okay. Dann haben wir hier nichts mehr, oder? Hat es markiert? Ne, hat er nicht. Waren wir jetzt eigentlich schon in jedem Raum hier unten drin? Da waren wir, da waren wir. Da 103 waren wir, glaube ich, noch gar nicht drin. Kommt mal auch vielleicht nicht rein. Kommt hier, glaube ich, nicht überall hin. Ich denke nicht. Ich glaube nicht, dass er lange überlebt. War hier eigentlich noch Loot? Oh. Oh, 15 Schuss. Immerhin. Ja, dann gehen wir mal hoch. Halt links rum. Speicherpunkt brauchen wir jetzt nicht. Eine vierte Etage gibt es anscheinend nicht. Ah, jetzt sind wir in der dritten Etage. Jetzt dürfen wir hier alles abgrasen. Da bin ich ja mal gespannt. Alles zu ist, ey. Vier Kugeln. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch mehr Waffen gibt als nur die Pistole. Ich höre schon wieder Gegner. Das Radio. Zieh dich. Naja, ich hab den schon gesehen. Ey, schubst du mich? Habt ihr das gesehen? Der ist ausgewichen. Der ist einfach ausgewichen. Oh. Der war mies. Respekt.
ein richtiger Tanz mit dem Gegner hier, Junge. Ist da irgendwas bewacht? Nein. Hier war aber, glaube ich, noch einer, ne? Bin echt mal gespannt, ob es richtige Bosse gibt. Ja, wen willst denn du verarschen? Generator, es wäre mal schön, wenn hier Strom wäre. Da geht es ja auch noch rein. Weiß ja eigentlich einer, warum in Apartments so viel Munition rumliegt? Ah, Amerika halt, ne? Ich weiß, dass hier etwas ist, ich weiß es. Ich kann es spüren, alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da posiert etwas, versucht hervorzubrechen, oder? Oder sollte ich zu ihm gehen? Ich muss es freilegen. Aus seinem Versteck reißen. Ich habe das Gefühl, unten könnte doch ein Boss sein. Es wird langsam ganz schön dunkel hier. Wenden. Schicht für Schicht werde ich abziehen, bis ich es sehe. Ich weiß, dass es da ist. Ey. Hier hinter ist irgendwas. Ich glaube, die Insekten wieder hier. Spielst du Model oder was? Boah! Der bespringt mich hier einfach. Oh. Also. Ich dachte eigentlich, die kriechenden Gegner sind die schlimmsten, aber die sind ja noch döver. Ups. Alter. Ist einfach nur ein Torso mit Beinen und oben auch nochmal Beine oder was? Und Stumpen. I. Liebe es, Scheiben kaputt zu machen. Das beste Feature im Spiel. Oh, wir kommen immer höher hier. Weit auf dem Dach. Du brauchst dich gar nicht verstecken, ich hab dich gesehen. Trotzdem hat er mir eine verpasst. So kann ich durchkriechen. Injektion. Habe ich eigentlich schon meine Injektion benutzt? Weiß ich gar nicht. Zettel. Ich lag falsch. Nein, das stimmt nicht ganz, aber ich lag auch nicht richtig. Ich muss noch mehr Schichten abziehen, abreißen, bis das Blut hervortritt. Ich habe es die ganze Zeit da unten gesucht, aber es ist in mir. Es ist etwas in mir. Ich glaube, das sind diese komischen Käfer. Kann das sein, dass die Menschen zu dem machen, was sie hier sind? Oder wenn man es Menschen nennen kann. Ich muss über den Balk durchkriechen. Was auch sehr einladend hier aussieht.
Oh, wir haben den Schacht erreicht. Oh, erstmal ein Sixpack. Bloody Evil. Warum nimmst du das mit? Hä? Das ist ein Schlüsselobjekt. In dem Schacht ist doch ein Käfer, oder? Die Münze. Interessant. Kennt ihr das, wenn man ein Haushalt, ein Keller, was dunkel ist unten und die Waschmaschine unten ist? Genau aus solchen Gründen will man nicht darunter. Das heißt, ich muss jetzt wieder in den Innenhof. Was sagt also, gell? Die geht nicht. Okay, nochmal speichern. Lang. Da ist er. Ah, und jetzt? Wir müssen in den südlichen Flügel kommen. Hm. Jetzt bin ich etwas ratlos. Was steht denn hier? Warnung, Müllschacht außer Betrieb bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Okay. Da wurde schon lange nicht mehr weggeräumt. Aber oben ging es nicht weiter, oder? Da hinten war der versperrt. Da lang. Kann mich da. Ich komme da hinten nicht lang. Nee, in dem Abschnitt bringt mir jetzt hier gar nichts mehr. Ich war auf dem Balkon. Ich muss unten. Ah, da unten gibt es noch ein Treppenhaus. Warte mal. Da. Oh, da war, glaube ich, blockiert. Ich könnte schon mal die drei Medaillons einsetzen. Ich will ja nichts sagen, aber dieses Gebäude ist ganz schön verwirrend. Ne, hier will ich nicht rein.
Na, hier ist das Treppenhaus. Hier komme ich ja doch hoch. Lass mich raten, die ist zu. Okay. Das wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen, oder? Die Feuertreppe? Ah. Wir werden schon irgendwie weiterkommen. Setz jetzt erstmal die Medaillons ein. Man muss wahrscheinlich auch eine richtige Reihenfolge. Ah, zwei fehlen. Man könnte ja noch drehen. Oder fehlen noch drei? Ne, oben komme ich nicht hin. Okay. So, wo wollen wir jetzt hin? Wieso ist da ein Fragezeichen? Achso, wo die Münze rausgefallen ist. Du bist ja im zweiten Stock. Die 201 fehlt noch ein Schlüssel. Ne, das haben wir nicht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Bis hierhin war der Weg sehr offensichtlich. Nee. Als ob du das nicht einfach wegräumen könntest. Eben. Allerdings bleiben die Gegner auch dann echt tot. Stehe ich wieder auf. Da läuft ein Wasserhahn. Es ist dunkel hier. Alter. Das Gefühl, ich laufe im Kreis. Ja, tue ich wirklich. Aber ich gehe nochmal zu 201. Schlüssel für die 201 noch nicht. Ah, hier hat man die Taschenlampe her. Okay. Hey, wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwas übersehen? Z201.
So, 17, 15, 16 und 14 kommen wir auch nicht einfach so hin. Ich komme in den Südflügel da unten nicht. Ah, wer ein bisschen überfragt. Gibt das Spiel jetzt nicht wirklich einen Hinweis, wie es weitergeht? Können jetzt einfach nochmal alle Räume abklappern. Achso, das ist ja zu. Kommen wir nicht mehr zurück. Oben komme ich nicht, da hinten war ich schon. Ich gehe mal in die erste Etage. Gerade geblinkt. Ich habe da irgendwas übersehen. Nein. Was stand da eigentlich nochmal drauf? Ja gut, es ist halt das Rätsel. Aber wo ist die nächste Medaille? Mal, da können wir nicht hin, da waren wir auch noch nicht. 104 konnten wir noch nicht rein. Kann ich da jetzt vielleicht rein? Ich glaube, wir sind richtig. Weil hier Gegner sind, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir hier richtig sind. Aber die ist immer noch zu. Hier war ich ja schon mal. Macht Spaß. Was ist zersplittert? Oh, es gibt eine Trophäe für zerstörte Fenster. Ist ja witzig. Und hier war der Knauf. Aber warum war hier noch ein Gegner? Wenn es hier ja anscheinend nicht weitergeht. 107? Ah doch, hier war ich schon drin. Ah, das war der Hase. Hat mich jetzt doch nicht weitergebracht, schade. Ja, es gibt leider nicht wirklich eine Hilfestellung, was ich jetzt tun soll, beziehungsweise wo ich hin soll.
bin ich etwas überfragt. Ich habe auch keine Markierung. Fragezeichen war die Münze. Ich muss im dritten Stock weiterkommen. Aber wie? Da muss ich im dritten Stock doch nochmal umgucken. So, jetzt links und geradeaus. Gerade sagen. Irgendwas habe ich hier im dritten Stock übersehen. Hier war der Schacht. Da bin ich ja hergekommen. Da bin ich lang. Die schlafen alle noch. Jetzt alles zu. Ich will noch so sehen. Hier leer. Hier lag noch was draußen. Südflügel da unten. Hier kommt man auch nicht hoch. Ich glaube, da müsste ich mich mal erkundigen. Ich habe gerade echt absolut keinen Plan, wo ich hin soll. Absolut nicht. Fällt doch nichts ein, wo ich noch irgendwas nicht gemacht hatte. Leider war ich auch schon. Hat alles keinen Sinn, jetzt hier doof rumzurennen.
Hey Leute, da muss ich mich mal erkundigen. Ich habe mich gerade absolut keinen Plan. Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr das gerne schreiben. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem. Mit der zweiten Let's Play Session zu Silent Hill 2. Wann der nächste Stream ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, das wird unregelmäßig kommen. Und ihr werdet das dann schon sehen. Gut, ich bedanke mich bis hierher fürs Zusehen. Und würde mich dann natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Auf YouTube live und auf YouTube dann die einzelnen Videos. Und bis dahin, haut rein. Euer Doomsday. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.